mit der Blériot in die Vergangenheit. Rolf Fräulin nimmt sie mit auf seine spannende Reise. In Modellfliegerkreisen sagt man, wer einmal mit dem Fliegervirus befallen ist, der kommt davon nicht mehr los. Rolf Fräulin, trifft das auf dich auch zu? Das kann man wohl sagen. Ich bin eigentlich ganz schlimm befallen von diesem Virus und werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr los. Seit wann machst du das? Ich mache es eigentlich seit 12, 13 Jahren mit Gleitflieger, mit, wo ich selbst gebaut habe. Beim Schreiner habe ich die Heling gebaut und das Holz gebogen vom Fan, vom Graupner war es damals, wo ich von einem Bekannten den Plan bekommen habe und habe es dann mit gutem Erfolg fertiggebracht und geflogen. Du hast nach Plan gebaut, also kein Baukastenmodell? Nein, das war mein erstes Modell, das war sofort nach Plan gebaut und das hat eigentlich, irgendwie hat das ganz gut geklappt sofort. Wie bist du dann zu der Liebe Oldtimer gekommen? Es war so, ich bin im Modellflugverein, wo ich da eingetreten bin, kommt man dann ins Gespräch und dann gab es viele, die hat da irgendwas gebaut und unter anderem kam ich zum Plan. Jemand hat einen Plan von einer Blériot und die war nicht groß, 1,20 Meter vielleicht. Und ich habe dann das nach dem Plan gebaut und wie es so ist, mit vollem Eifer und das war einfach, für mich wäre einfach Oldtimer interessant. Es war einfach was Besonderes und nach dem Bauplan baue sowieso. Was ist denn aus der Maschine geworden? Denn hier haben wir jetzt ja was anderes. Ja, es war so, ich habe sie etwa 20 Jahre besessen und irgendwann kam Dieter und hat mir gesagt, irgendjemand hat da Interesse an meiner Blériot und hat mir sie dann abgekauft und irgendwann kam mir der Gedanke, ich könnte mal eine neue Blériot bauen. Welcher Maßstab ist das und welche Größe ergibt sich daraus? Das ist ein Maßstab 1:4 und da kommt etwa ca. 2,20 Meter raus. Das ist ein Maß, wo man auch den Rumpf, die Rumpflänge noch gut im Auto unterbringt, weil das ist ein Teil, wo man natürlich ganz transportieren muss oder möglichst transportiert, sonst muss man zu viele aufbauen. Und wie schwer ist sie geworden, flugfertig? Sie hat jetzt genau 4,8 Kilo mit 12 Nickelhydridzellen. Das war die Bedingung, dass ich möglichst wenig Zelle verwende, weil ich früher schon eine SE5 gebaut habe mit 10 Zellen und das war ein guter Erfolg. Und ich habe es einfach in Asbach auch irgendwie gelernt, leicht bauen, das bringt nur Vorteile. Es ist einfach besser zum Fliegen. Das Gewicht kommt mir auch sehr gering vor. Wie hast du es geschafft, so leicht zu bauen?
Einfach, konsequente Leichtbauweise. Es ist so, der Rumpf ist ab der Flügel nach vorne in Esche aufgebaut, wie das Original, aber ab Hinterkante Flügel ist es eine Gemischtbauweise. Da ist Kiefergurte mit Balsaholz aufgedickt, damit die Originalmaße wieder zustande kommen. Jetzt hast du hier einen Sternmotor eingebaut. Ja. Glaubt man. Erzähl mal was darüber. Auf der Pleirio ist ein 7-Zylinder-Gnom-Stern-Umlaufmotor. Das war was ganz Besonderes und es ist natürlich ein Problem. Der Motor sollte 180 mm Außendurchmesser haben. Und das ist einfach nicht so einfach zu kriegen. Ich war auf der Suche. Der eine war zu groß, der andere war zu klein. Der nächste war nur die Hälfte, weil es nur eine Attrappe sind und nicht so schön. Und ich wollte eigentlich einen Motor haben, wie die Pleirio die den Motor hatte. Denn ich hatte von der Pleirio viele Bilder gemacht. Und dann war ein kurzer Prozess, selber machen. Ja, ich merke schon, du bist detailverliebt. Ja. Jetzt hast du aber dann darin einen Elektromotor versteckt. Ja. Was ist das für einer? Das ist ein von Plettenberg, ein Orbit, Außenläufer, 2010. Und ein 4:1 Getriebe von Reisenauer vorgeschaltet, damit ich einen 25 Zoll Luftschraube antreiben kann. Und da bist du wieder in denselben Baumarkt gegangen und hast da die Luftschraube gekauft. Ja, wenn es nur so wäre. Es war auch ein Problem, weil es sollte eine Luftschraube sein, wo aussieht wie von einer Pleirio. Und habe dann aus einem Stück Eschenholz in freier Handarbeit die Luftschraube gefertigt. Aus dem Vollen geschnitzt und geschmirgelt. Aus dem Vollen geschnitzt. Kommen wir mal zum Fliegen. Wie viel Meter Rollstrecke brauchst du denn? Ja, so circa 15 Meter. Wenn ich Vollgas gebe, ist sie eigentlich recht schnell in der Luft, weil sie, muss sagen, sie ist also wirklich vom Fliegen her sehr unkritisch. Also sie wird gesteuert über Flächenverwindung und Seitenruder, nehme ich an. Ja, genau. Man muss also ganz wichtig Seitenruder mitnehmen. Also ohne Seitenruder ist das Flugzeug nicht steuerbar, weil es hängt sonst sehr schief und unmöglich in der Luft. Wie ist die Fluggeschwindigkeit? Kann man die möglicherweise während des Fliegens lackieren? Ganz so langsam ist sie nicht. Aber man kann sie doch recht gut langsam fliegen. Das muss man sagen. Es gab noch nie einen Abriss. Das habe ich also noch bis jetzt nicht erlebt. Man hat sie natürlich. Was wichtig ist, der Propeller muss eine Grunddrehzahl haben. Ohne das geht's nicht. Wie reagiert sie bei Wind? Ja, das ist ein klein weniger Problem. Bei Wind ist sie also schon sehr kritisch, weil wenn es bockt und macht und tut, dann bleibt sie gern auf dem Schwanz hängen. Und es ist einfach so, schönes Wetter ist einfach für eine Pleirio wichtig. Und es geht bei Wind, wenn der Wind schön von gerade von vorne kommt. Und man muss sie halt sehr sanft fliegen, sanfte Kurven machen. Manchmal geht es nicht immer, aber sagen wir mal so, kritisch ist sie trotzdem nicht. Was wünschst du dir für die Zukunft? Einfach, dass sie ganz bleibt. Und vielleicht wäre mein Traum, die Pleirio doppelt so groß zu bauen. Ja, da wünsche ich gutes Gelingen und danke, Rolf Rollin. Dankeschön, Egon.
Thank you.